Hey Skatfreunde, ich bin's wieder, euer Daniel und heute wollen wir uns erneut mit einem Klassiker der Skat-Taktik für Anfänger-Sprüche beschäftigen und zwar: Der schlaue Lurch spielt unter durch. Ja, hat euch Opa schon erzählt, oder? 100-mal gehört? Ja? Nee? Noch nie gehört? Okay, ihr habt mich erwischt. Den habe ich mir gerade selber ausgedacht, denn es gibt ja so viele Skatsprüche zu allen möglichen Situationen, aber das Unterdurchspielen, was ja wirklich wichtig ist und was das überhaupt meint, ne, das gucken wir uns hier gleich mit den Karten mal von einer Farbe an und wie man die so auf drei Personen verteilen kann und wann es dann schlau sein kann, so von unten zu spielen. Aber dazu habe ich keinen Spruch gefunden, also musste ich mir einen ausdenken. Der schlaue Lurch spielt unterdurch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Und bevor wir dann dazu kommen, zur Kartenhand, einmal erneut die Werbung in eigener Sache. Ich muss euch einfach darauf hinweisen, auf die Skatfreunde-App, die in der Entwicklung ist. Und diese Entwicklung nimmt immer mehr Fahrt auf. Und ihr könnt teilnehmen, ihr könnt mitmachen, ihr könnt uns anfeuern, Team Bestcheck, beim Entwickeln der ja, allercoolsten Skat-App, die die Welt eben bisher noch nicht gesehen hat, aber jetzt zu sehen bekommt, klickt unten, Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server und dann könnt ihr demnächst nicht nur an einem Beta-Test teilnehmen. Wir sind bald soweit, bald geht es los und wir brauchen eure Unterstützung auch beim Testen. Ihr könnt euch auch anschauen, woran wir hier so arbeiten, sowohl an In-Game-Updates als auch ja, rein Entwicklungstagebuch, so ein bisschen, was hier passiert. Ihr könnt euch aber hier auch ganz einfach auf die Community fokussieren, euch vorstellen und sehen, wer ist hier eigentlich so mit dabei, was gibt es hier so für Skatspieler auch in eurer Nähe. Oder ihr geht einfach an einen Tisch und streamt ein bisschen Skat mit euren Freunden. Also all das ist möglich hier bei den auf unserem Skat-Freunde-Discord völlig kostenlos. Also seid auf jeden Fall dabei. Aber nun noch ein weiteres Mal. Der schlaue Lurch spielt unterdurch. Den muss ich mir erstmal selber merken und dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich zur Verdeutlichung jetzt hier eine Farbe nur aufgedeckt. Und der absolute Klassiker ist, ihr als Alleinspieler habt sowas wie Ass, König, Lusche. Ja, und jetzt muss man eben, um sich zu überlegen, warum sollte man jetzt unterdurch spielen, und das heißt also mit der 8 etwas starten und nicht mit dem Ass, dazu sollte man sich eben überlegen, wie die anderen fehlenden Karten so auf die gegnerischen Hände verteilt sein können. Und es gilt wie immer beim Skat das Prinzip, hoffen auf das Beste, aber verteidigen auch gegen das Schlimmste idealerweise. Also, wenn die Karten so 2 zu 2 verteilt sind, dann ist das für euch ideal. Dann macht es auch gar keinen Unterschied, ob ihr erst das Kreuz Ass zieht und dann die Dame und eine Lusche bekommt und danach die Kreuz 8 und dann die 10 fällt und die andere Lusche. Die Gegner machen 10 Augen und ihr habt den König hoch. Das ist auf jeden Fall erstmal schon wichtig zu wissen, wenn ihr 3 habt und die Karten, die fehlenden Karten 2 zu 2 verteilt sind, dann könnt ihr den 7. euch hochspielen. Ne? Nach 2 Runden Kreuz sind die Kreuzen halt raus. Aber wenn ihr von oben spielt, und viele Anfänger tun das ja, in der Hoffnung zum Beispiel, dass die 10 blank fällt. Ja, kann man doch sagen. Wenn die 10 blank ist, ist das so ein schönes Erlebnis, mit dem Ass die 10 einzusammeln. Ne? Allerdings bleibt dann ja die Dame bestellt noch über. Und, es ist ja nie eine Farbe so komplett aus autark quasi unterwegs, sondern es sind ja immer noch weitere Karten im Spiel. Also nehmen wir einfach mal an, es sind hier auch noch weitere Volle unterwegs. Und nachdem ihr also mit dem Ass die 10 eingesammelt habt und die 7 bekommen habt, den König spielen könnt, fällt dann auf die 8 tatsächlich das Karo Ass vielleicht geschmiert und dann fallen da tatsächlich 14 Augen. Das heißt, selbst in der Situation, von der ihr denkt, dass das Ass vielleicht super listig ist, ist es eigentlich schlauer, die Lusche zu spielen, weil dann bekommen die Gegner nur 13 Augen. Aber warum ihr eigentlich unterdurch spielen solltet, ist, um euch gegen ungünstige 3 zu 1 Kombinationen Verteilungen zu verteidigen, bei denen eben die 10 nicht blank ist, sondern besetzt. Na, schieben wir einfach hier mal 2 Karten rüber und jetzt zieht ihr von oben das Ass, dann kriegt ihr die beiden Luschen und danach spielt ihr die Lusche.
dann fällt Kreuz, na, so, guck, die sind raus, 11 Augen für euch. Danach spielt ihr die Lusche, dann legt der listige Gegner nur die Dame und bekommt das Karo Ass geschmiert. Und auf die 10 kann er dann noch die Karo 10 legen. Das heißt, jetzt machen die Gegner hier plötzlich auf eure zwei Stiche 38 Augen. Das kann auf jeden Fall den Spielverlust für euch bedeuten. Das ist eine Katastrophe und das gilt es zu verhindern. Und wenn ihr eben in so einem Szenario jetzt zuerst die... Welche Lusche hatten wir denn? Hatten wir die 8 selber, ne? Irgendwie so. Ist aber auch irrelevant, welche Lusche. Wenn ihr in diesem Szenario zuerst die Lusche spielt, dann muss der Gegner erstmal auf die Idee kommen, nicht die 10 zu legen. Ne? Auf dem Anfängerniveau wird schon oft genug die 10 einfach trotzdem rausgehen. Je weiter fortgeschritten, dann passiert es häufiger, dass ja auch tatsächlich der Gegner mit der Dame schnippelt. Aber dann fallen trotzdem erstmal nur 3 Augen und der Gegner kann jetzt auch gar nicht selber mit Kreuz fortsetzen, sonst riskiert er ja sofort seine 10. Das heißt, ihr zwingt den Gegner hier zu einem Zwischenzug, jetzt in einer anderen Farbe, die hier auch noch unterwegs sein kann. Und dann könnt ihr euch auch überlegen, wenn da kein volles liegt oder selbst wenn da nur ein volles liegt, na, könnt ihr dann den Kreuzkönig billig abwerfen. Ihr habt also Kontrolle. Das heißt, der Unterschied ist, ihr kontrolliert die ungünstigen 3:1 Verteilung und sogar, wenn mal alle fehlenden Kreuzen in einer Hand sitzen, auch dann zwingt ihr den Gegner mit dem Unterzug ja erstmal noch nicht die 10 zu legen. Das heißt, dieser Volle bleibt im Spiel und das kann euch den Arsch retten. Ja, von der reinen Wahrscheinlichkeitslehre einfach nochmal, ne? Wenn ihr 3 Kreuzkarten habt, dann ist die Chance, dass die fehlenden 4 Kreuzen bei den Gegnern irgendwie 2:2 verteilt sind, ungefähr 40%. Die Chance, dass die Kreuzen aber irgendwie 3:1 verteilt sind, ist 50%, also höher. Das heißt 40% und 50%, 3:1 und 2:2 Verteilung. Das ist das, was wir so als Normalverteilung nennen. Das heißt, mit diesen Verteilungen könnt ihr einfach rechnen. Die sind nicht ungewöhnlich, das sind die üblichen Verteilungen. Und dass die Farbe von Haus aus irgendwie 4:0 verteilt ist, diese Chance liegt dann nur bei den restlichen ca. 10%. Erfahrungsgemäß bekommt ihr sowas aber dann auch schon beim Reizen mit. Denn wenn einer eine sehr lange Farbe hat, dann hat der häufig auch ein Spielansatz, beziehungsweise der andere Gegner, der dann eine Farbe frei ist, hat dann eine andere Farbe länger und reizt auch die. Das heißt, ohne Reizung ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Karten irgendwo in einem dieser Muster hier verteilt sind. Ja, abschließend vielleicht, wann wird diese Strategie denn grundsätzlich genutzt? Üblicherweise als Alleinspieler, wenn die Trümpfe so ein bisschen raus sind. Ne? In der Spieleröffnung spielt ihr häufig Trumpf. Ne? Trumpf ist die Seele des Spieles. Dazu gibt es ein Video, was ich hier auch nochmal verlinke. Und wenn ihr dann so ein bisschen das Trumpfmonopol aufgebaut und darüber die Kontrolle gewonnen habt, dann habt ihr oft in der Beikarte noch so eine Konstellation, vielleicht auch noch eine andere Lusche. Und dann ist das Geheimnis erstmal die Kontrolle zu behalten, indem ihr den Zug von unten wählt.